Ja, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Immer noch das Weihnachtsevent. Heute sind wir am Sander Baggersee und machen hier diese Mission mit der 6 Kilo Ausrüstung auf den tollpatschigen Aal, Krampusaal, besser gesagt. Da bekommen wir denn hier die Ausrüstung für die roten Weihnachtssäcke. Ja, und schauen wir mal im Inventar nochmal gucken. Das ist denn die DLC-Route. 6 Kilo Route, 6 Kilo Rolle, 6 Kilo Schnur. Und 5,8 Kilo Vorfach. Habe ich selbst drauf gemacht. Da war ein Monovorfach drauf, glaube ich. Ja, ein Monovorfach mit 5,5 Kilo. Ich mache es lieber ein bisschen dichter dran an den 6 Kilo. Deswegen habe ich es gewechselt auf Titanvorfach. 5er Haken und Stollen als Köder. Jetzt muss ich hier noch schnell die Mischung machen. Aus diesem Weihnachtszeug hier. Mega Plätzchen Grundköder nennt sich das. So, da haben wir sie dann. Und da können wir sie ausrüsten. So, ja, und so versuchen wir jetzt mal den Aal zu fangen. Man sieht die Schnur überhaupt nicht hier. Neblig und die Schnur ist das gleiche Farbe wie das Wasser. Man sieht die Schnur überhaupt nicht. Jetzt da im Dunkeln. Ah ja, da haben wir ihn schon. Das ging ja schnell. Ja, nicht so weit abhauen. So muss ein mächtiger Aal sein. Wenn er bei einer 6 Kilo Ausrüstung hier so abhaut. Das wird wieder genauso langer Kampf wie mit dem Tarpun. Da hinten sieht man ihn schon rumkämpfen. Komm, nicht wieder so weit abhauen. Was soll das? Kann ja jeder kommen hier. So, komm ran jetzt hier.
Nee, nicht wieder abhauen. Oh, jetzt haut er wieder ab. Ich hatte ihn so schön dicht dran schon, 15 Meter. Was für ein fetter Aal. Nee, nicht wieder abhauen. Oh, hallo. Jawohl. Boah, 10 Kilo Aal. Wow. Was für ein Monster. So, machen wir wieder ein Bild fürs Video. Wieso hält er den jetzt so blöde? Warum hält er den nicht so wie die anderen Fische auch? So, wo ist die Sonne? Wo ist das Licht? Dass man ihn vernünftig sieht. Machen wir es so. Gut. So, machen wir diesmal erst für Steam. Und dann für mich auch so. Und dann will ich hier noch mal. Nochmal ein Stück spazieren gehen hier, dass man ihn mal ganz sieht. So, nochmal Foto. Ah, jetzt sieht man ihn ganz. Super. Jo, besser. So, Kuh. Ne, ich lasse den mal hier unten. Falls ich das Bild wieder beschneiden muss. Ah ja, Kopflampe ist auch im Rucksack. Alles im Rucksack. So, dann gucken wir mal. Rucksack, Ausrüstung. Na komm. Ja, Kopflampe habe ich dabei. Kann ich aber nicht wechseln. Die Brille konnte ich wechseln. Aber hier die Kopflampe kann ich nicht nehmen, oder was? Warum nicht? Hätte ich keinen Hut aufhaben dürfen, oder was? Und ich kann den Hut nicht hier reinschieben. Ah, das ist wieder blöde gemacht.
So, als letztes die. Aber erstmal gucken wir hier noch, ob wir hier noch irgendwas zum Sammeln haben. Ah ja, da ist die Box, da ist der rote Sack. Rüsten Sie die. Ich muss die erst ausrüsten, aber wie gesagt, ich kann es nicht. Ich muss dafür abreißen und wieder herreißen. Das ist ja blöde gemacht. Mit der Brille funktionierte das in den Everglades im letzten Video und hier in diesem Video leider nicht, weil das Spiel das nicht zulässt, dass ich hier die Mütze gegen die Lampe tausche. Versuche es nochmal so mit Doppelklick. Ne, auch nicht. Na gut, gucken wir weiter. Ist noch irgendwo, achso, ja, da muss ich nochmal hin. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nö. Hier. Nö. Eigentlich vermisse ich die Socke noch. Nö, nichts zu sehen. Nö. Hier muss man wieder mal ein Stück gehen, um die Socke zu finden. Nö. Guck ich nochmal hier hinter. Am Baum? Nö, auch nichts. Gut. Letzter Spot. Ne, vorletzte. Ah, hier ist der blaue Sack. Den kann ich einsammeln. Und hier auch wieder Sternstaub. So, wo ist hier der Sternstaub? Rüsten Sie die Brille aus. Habe ich doch. Ich habe doch die Sandras Brille. Nehme ich nochmal runter. Wieder rauf. Achso, ich muss sie aktivieren. Alles klar. Jetzt sehe ich erst den Sternstaub. Aber hier scheint keiner mehr zu sein. Dann fangen wir jetzt hier an. Nö, hier ist auch nirgends Sternstaub. Sanderbagger, sie Sternstaub sammeln. Ja, wo haben sie den jetzt versteckt? Ich muss doch nicht wirklich jetzt hier sämtliche Strecken ablaufen. Das meine ich nicht ernst jetzt. Ne. Hier ist nirgends Sternstaub. Oder muss ich mit dem Boot? Ja, eventuell muss ich mit dem Boot. Gut, ich probiere es mal. Ich habe ja ein Boot mit. Zwar nicht das schnellste, aber besser als gar nichts. Schauen wir mal, ob hier irgendwo Sternstaub ist. Erstmal nah am Ufer lang, dass man vielleicht am Ufer auch noch Sternstaub sehen kann.
nicht ein bisschen Sternstaub gesehen hier. Oh, das wird eng. Boah, gerade ebenso. Weder irgendwo am Ufer noch im Wasser ist irgendwo Sternstaub zu sehen. Haben die ihn hier versteckt oder was? Eigentlich war der immer in der Nähe des Spots, so wie am Everglades. In den Everglades, besser gesagt. Aber hier ist gar nichts. Das war aber ein langes Video, weil das ist ein Riesengewässer hier. Hier alles abfahren mit dem Boot, das kann dauern. Da haben sie sich aber was bei gedacht hier. Ihr habt ja nicht mehr so die lange Qual. Wenn ich die gefunden habe, seht ihr das ja im Video. Upsa. Weder im Wasser noch an Land ist irgendwo Sternstaub in der Luft zu sehen. Und von den 7 Stück hätte ich jetzt schon längst mal eins finden müssen. Das ist wahrscheinlich verbuggt. Sehr wahrscheinlich verbuggt das Ganze. Oh, hallo. Ja, alles klar. Da ist Sternstaub? Nee. Da komme ich gar nicht hin. Da ist abgesperrt. Aha. Wieso komme ich da nicht hin? Seit wann denn kommt man denn da nicht mehr hin? Hä? Da gucke ich mir mal an. Wo bin ich denn? Da.
Ah ja, ich komme nicht in den Fluss rein. Gut, dann muss ich jetzt rechts rum. Nee, ist nichts zu finden hier. So ist nur ein Zeltplatz. Aber vielleicht ist da irgendwo Sternstaub versteckt. Guck mir das mal an. Nö. Was ich hier auch vermisse, ist der Strumpf immer noch. Sansas Strumpf. Mit der Belohnung für den Tag. Okay. Genug abgefahren. Sammeln Sie den Sternstaub, rüsten Sie Polar. Polar habe ich ausgerüstet. Sammeln Sie den Sternstaub. Einmal Mission nicht mehr verfolgen. Und wieder Mission verfolgen. Achso, muss erst einen anderen anwählen. Jetzt komme ich hier nicht weg. So, ist hier irgendwo Sternstaub. Gucke ich nochmal hier oben. Bei den Häusern. Sieht nicht so aus. Ne. Der blöde Automat ist hier. Und der Sack auch, nur Sternstaub nicht. Ja, Leute, kann ich euch leider nicht zeigen, den Sternstaub, weil er mir selber nicht angezeigt wird. Ein Spot versuche ich nochmal, nehme ich nochmal einen von da oben. Sucht er da am Boden? Ne, hier ist nirgendwo Sternstaub. Ich schreibe mal eine Nachricht.
scheint keiner zu wissen, kommt keine Antwort. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ja, muss ich die später nochmal nachholen hier, die Sternstaubsammlerei. Vorsicht, besser gesagt, Achtung, riesige und böse Karpfen. Na denn. Nö, ist kein Sternstaub da. Okay, Leute, Video ist lang genug. Will euch nicht länger quälen. Wo man den Sternstaub findet, wenn ich ihn dann gefunden habe, mache ich vielleicht nochmal ein kleines Extra-Video. Oder auch nicht, sehen wir dann. Bis dann, tschüss.